Das neue KfW-Programm 308 Jung kauft alt, das ging diese Woche live und in diesem Video werde ich euch alles verraten, was ihr zu dieser neuen KfW-Förderung wissen müsst. Bleibt also dran, ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Seit gestern, seit dem 3.9.2024, könnt ihr das neue KfW-Programm beantragen. Vor ein paar Wochen, da habe ich ja schon mal so ein erstes Meinungsvideo zu diesem Programm gemacht. Heute, soweit kann ich es schon mal vorwegnehmen, kommt es ein bisschen anders daher als ursprünglich vermutet. Mit Ankündigung dieses Programmes, damals ist man noch davon ausgegangen, dass es so eine Art Pendant zu dem Programm 300 wird. Während das Programm 300 den Neubau für junge Familien fördert, soll das Programm 308 die Sanierung von Altimmobilien bei jungen Familien fördern. Und im Kern ist das auch so. In der Praxis stellt sich es aber doch ein bisschen anders dar als beim Programm 300, aber genau das wollen wir heute ja beleuchten. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an: Was wird gefördert? Die Idee ist, dass junge Familien eine alte Immobilie kaufen und die dann im Anschluss sanieren. Ob die Immobilie förderfähig ist, das hängt jetzt davon ab, welche Energieklasse die Immobilie beim Kauf, also zum Zeitpunkt eures Kaufes, hat. Denn die Immobilie, die muss relativ schlechte Energiewerte aufweisen, also eine Energieklasse von entweder F, G oder H. Mit der Beantragung der Förderung verpflichtet ihr euch dann, die Immobilie innerhalb von 54 Monaten, also 4,5 Jahren, zu sanieren. Nicht irgendwie zu sanieren, sondern natürlich, es muss einen gewissen Standard nach Abschluss der Maßnahmen erfüllen, weil nach Abschluss dieser Sanierungsmaßnahmen solltet ihr einen KfW-Standard 70 oder besser erreichen. Was das genau bedeutet, das besprecht ihr sowieso dann nochmal mit eurem Energieberater. Das heißt, den einzubinden wird unumgänglich sein und er kann das eben beurteilen, ob das möglich ist bzw. mit welchem Aufwand. Gedacht ist das Programm für junge Familien oder Alleinerziehende mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren im Haushalt. Es muss eure erste Immobilie sein. Ihr dürft also noch keine Immobilien besitzen, auch nicht anteilsweise. Ihr müsst selbst in die Immobilie einziehen, also Kapitalanleger sind hier ausgeschlossen von der Förderung. Und ihr müsst gewisse Einkommensgrenzen unterschreiten, die wir uns gleich aber hier nochmal genauer anschauen. Nicht berechtigt auf Förderung seid ihr, wenn ihr schon mal Baukindergeld erhalten habt, eine Förderung im Programm 300 schon mal bekommen habt, also diese Neubauförderung, oder wenn es hier um ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung geht. So, wie sieht die Förderung jetzt aus? Und jetzt kommt's, und das war damals mit Ankündigung dieses Programmes noch nicht so hundertprozentig klar, weil hier wird tatsächlich nicht die Sanierungsmaßnahme selbst gefördert, sondern der Kaufpreis der Immobilie. Was bedeutet das? Ihr bekommt ein günstiges KfW-Darlehen zur Verfügung gestellt und die Förderung, also die liegt quasi in dem günstigen Zins. Ne? Also es gibt keine Tilgungszuschüsse oder ähnliches, sondern ihr bekommt einfach für einen gewissen Teil des Darlehens ein KfW-Darlehen zur Verfügung gestellt mit einem günstigen Zins. Und dieses KfW-Darlehen, das verwendet ihr für den Kauf der Immobilie, also um den Kaufpreis zu zahlen. Und das heißt im gleichen Zuge, wenn ihr jetzt später die Immobilie saniert, was ihr ja tun müsst, dann könnt ihr tatsächlich für diese Sanierungsmaßnahmen selbst nochmal das KfW-Programm 261 zusätzlich in Anspruch nehmen. Und das ist schon der Hammer. Ihr könnt also wirklich Programm 308 mit dem Programm 261 kombinieren. Zu dem Programm 261, da habe ich vor einiger Zeit mein eigenes Video gemacht auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch gerne einmal hier oben und auch nochmal in der Endcard. Wie viel günstiges KfW-Darlehen bekommt ihr? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie viele Kinder bei euch im Haushalt leben. Und hier zeige ich euch einmal eine Tabelle und auf der seht ihr auch die Einkommensgrenzen, die ihr unterschreiten müsst. Bei einem Kind dürft ihr maximal 90.000 Euro Haushaltseinkommen haben. Ihr bekommt hier bis zu 100.000 Euro Kredit über die KfW. Pro Kind mehr dürft ihr auch 10.000 Euro mehr Haushaltseinkommen haben. Bei zwei Kindern bekommt ihr dann 125.000 Euro Darlehen und ab drei Kinder 150.000 Euro Darlehen. Ihr bekommt das Darlehen aber immer nur maximal in der Höhe des Kaufpreises. Wie bemisst sich das Haushaltseinkommen? Relevant ist euer
zu versteuerndes Einkommen. Es wird sich das zu versteuernde Einkommen des vorletzten und des vorvorletzten Jahres angeschaut und daraus der Durchschnitt gebildet. Die Höhe des zu versteuernden Einkommens, die findet ihr in eurem Steuerbescheid. Also aktuell haben wir ja das Jahr 2024, würdet ihr heute beantragen. Schaut ihr also in den Steuerbescheid 2021 und 2022. Schaut dort, was unter zu versteuerndem Einkommen steht. Das rechnet ihr zusammen, bildet den Schnitt und dann könnt ihr feststellen, liegen wir unter den Einkommensgrenzen oder liegen wir drüber, dann würde es halt keine Förderung geben. Wie gut sind jetzt die Zinsen in diesem KfW-Programm? Naja, das ist natürlich immer ein bisschen marktabhängig. Stand heute, also mit Einführung dieser Förderung, liegt der Zins bei der Mindesttilgung auf 10 Jahre Zinsbindung bei 1,5%. Das ist schon sehr gut. Bei 20 Jahre Zinsbindung liegt der Zins hier bei 3,26%. Ihr könnt aber noch bessere Zinsen bekommen, wenn ihr zum Beispiel mehr Tilgung leistet, also eine höhere Rate mit der KfW vereinbart. Die Zinsen, die ich eben genannt habe, das sind die aktuellen Zinsen, die werden natürlich stetig an den Markt angepasst. Und wenn ihr jetzt immer wissen wollt, wie aktuell die KfW-Zinsen liegen oder auch die klassischen Banken in ihrer Zinsvergabe, dann empfehle ich euch gerne mal auf meine Playlist Zinsentwicklung zu schauen und am besten hier direkt aufs neueste Video klicken, dann seht ihr immer die aktuellen Zinsen. Noch besser natürlich, ihr abonniert meinen Kanal, weil dann bleibt ihr hier immer auf dem Laufenden. Wie beantragt ihr das Darlehen? So, und jetzt wird es nochmal wichtig, damit ihr die Förderung nicht verliert. Also hier jetzt nochmal ganz gut aufpassen kurz. Das KfW-Darlehen, das wird ja immer über eine klassische Bank beantragt. In der Regel über die Bank, die euch ja auch den Rest des Kaufpreises finanziert. Und die Beantragung, die kann entweder direkt über die Bank oder eben auch über einen freien Berater wie mich erfolgen. Wichtig ist aber, dass der Antrag gestellt wird, bevor ihr einen notariellen Kaufvertrag schließt. Ich empfehle euch also, im besten Fall vorher, also vor der Antragstellung und vor allem vor dem Kaufvertragsabschluss, nochmal mit einem Energieberater durch die Immobilie zu gehen und mit ihm dann zu klären, mit welchem Aufwand wir es schaffen, den KfW-Standard 40 zu erreichen und natürlich, was das kosten wird. Und davon abhängig macht ihr dann, ob überhaupt diese Förderung die richtige für euch ist oder vielleicht doch nicht. Weil wenn ihr das Darlehen dann beantragt, das KfW-Darlehen, also diese KfW-Förderung im Programm 308, dann habt ihr die Verpflichtung, innerhalb von 54 Monaten die Sanierungsmaßnahmen zum KfW-Standardhaus 70 abzuschließen. Also, wie gesagt, am besten vorher mit dem Energieberater kurz durchgehen, abklären, welcher Aufwand das für euch bedeutet. Die Detailplanung der Sanierung, die könnt ihr auch nach dem Kauf noch machen. Natürlich dann auch wieder zusammen mit dem Energieberater. Aber den Antrag auf die Förderung im Programm 308, den müsst ihr eben vorher stellen. Es gibt eine kleine Ausnahmeregelung und zwar könnt ihr in euren Kaufvertrag auch eine sogenannte aufschiebende Bedingung mit aufnehmen. Und in diesem Ausnahmefall kann der Antrag der KfW-Förderung auch im Nachgang gestellt werden. Zwingend aber immer vor Kaufpreiszahlung. Also spätestens mit Kaufpreiszahlung muss der Antrag gestellt sein, selbst wenn ihr eine aufschiebende Bedingung im Kaufvertrag drin habt. Den KfW-Mustertext für so eine aufschiebende Bedingung verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich empfehle euch aber, wenn möglich, eher standardmäßig vorzugehen. Erst Darlehensantrag inklusive dem Förderantrag über euren Finanzierungsberater stellen und nach Zusage der KfW dann den Kaufvertrag abschließen. Ziehen wir ein Fazit. Und jetzt kommt wieder meine persönliche Meinung. Das neue KfW-Programm kommt ein bisschen besser daher, als ich es ursprünglich vermutet habe. Trotzdem muss ich zeigen, wie groß die Zielgruppe dafür wirklich ist, weil gerichtet ist das ja vor allem an junge Familien mit wenig Einkommen und so eine Sanierungsmaßnahme kann relativ schnell relativ teuer werden. Und aus dem Grunde bin ich immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob dieses Programm groß nachgefragt wird. Ein weiteres Problem, was ich halt sehe, wir brauchen ja immer eine klassische Bank, die uns diese Förderung anbietet. Und die Banken sind eben nicht verpflichtet, alle KfW-Programme auch anzubieten. Und in der Vergangenheit hat sich halt oft gezeigt, dass gerade wenn so ein KfW-Programm neu ins Leben gerufen wird, nicht gleich alle Banken auf diesen Zug aufspringen und gleich alle Banken dieses Programm anbieten. Gerade die Banken, die in der Regel gute Zinsen haben, nehmen wir zum Beispiel die ING, die bietet bis heute zum Beispiel das Programm 300 gar nicht an. Und das könnte hier halt genauso passieren. Meistens sind es eher so die lokalen Banken, Sparkassen, Volksbanken, die diese Förderung relativ zeitnah anbieten.
die wissen dann natürlich auch über ihre Stellung Bescheid und haben natürlich einen deutlich höheren Hebel oder einen größeren Hebel bei den eigenen Zinsen, also bei dem Ergänzungsdarlehen über das eigene Haus, einen höheren Zins anzubieten, wo ihr dann relativ wenig Verhandlungsspielraum habt, wenn dieses Förderprogramm einfach noch nicht von vielen Banken angeboten wird. Ist jetzt alles Spekulation bis dahin, aber das sind eben die Punkte, die wir beobachten müssen. Beobachten ist ein guter Stichpunkt. Auf meinem Kanal beobachte ich natürlich den Markt immer für euch. Also wenn noch nicht passiert, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.